Es war der 22. GFL-2-Sieg für Universe, entsprechend groß die Freude nach einem harten Spiel. Dabei war der Beginn zunächst weniger erfreulich, Trauer nach dem Tod von Gründungsmitglied Jiří Prochazka. Nach der Hinspielniederlage in Holzgerlingen mit 6 Punkten Abstand legten die Frankfurter dann aber furios los. Gerade mal knapp 4 Minuten gespielt, Donny Marshall kann sich in aller Ruhe umsehen, sein Pass findet Johannes Rübsamen und der mit dem Touchdown zum 6:0. Anschließend Extrakick von Thomas Zampach, 7:0 Führung. Die Szene direkt im Anschluss. Universe bringt das Ei mit dem erneuten Kickoff wieder ins Spiel, die Twister in Bedrängnis. Und Universe landet direkt einen Turnover. Wieder Angriffsrecht für Frankfurt, wieder darf Thomas Zampach antreten. Und die Eintracht-Legende verwandelt zum 10:0, sein 6. Field Goal im Universe-Trikot. Drei Minuten vor dem Seitenwechsel durfte dann auch mal der Quarterback selber, Donny Marshall, mit einem kurzen Rush in die Endzone. Nach dem ersten Quarter bereits 17:0. Holzgerlingen schon jetzt mit dem Rücken zur Wand, doch die Twister blieben dran. Der Anschluss nach einem Pass über das halbe Spielfeld auf den erst 19-jährigen Kevin Wilke, 17:7. Nach dem erneuten Seitenwechsel legte die hungrigere Mannschaft Frankfurt Universe im dritten Viertel aber wieder vor. Zunächst Touchdown nach einem schönen Lauf von Patrick Schulz, der wegen eines vermeintlichen Fouls aber keine Anerkennung finden sollte. Dann aber doch Running Back Randall Payne mit seinem 25. Touchdown und wieder Thomas Zampach, 24:7. Doch es sollte noch einmal eng werden, die Twister mit dem erneuten Anschluss zum 24:16. Dabei blieb es dann aber. Frankfurt Universe nun auf Platz 4 der zweiten Bundesliga Süd, dank dem höheren Heimsieg im direkten Vergleich vor den Holzgerlingen Twister. Am kommenden Samstag geht es nun zu den Phantoms nach Wiesbaden. Am Wochenende darauf kommen die Darmstadt Diamonds nach Rüsselsheim. Die Stimmung vor den beiden Derbys jedenfalls bestens.